heute wird es für euch einen Fashion- und Beauty-Haul geben. Ich habe hier auch schon mal was vorbereitet, wie man unschwer erkennen kann. Ich stehe nämlich diesmal, damit ich euch die Sachen ein bisschen besser zeigen kann. Wenn eine kleine Inspiration für euch dabei ist, würde ich mich natürlich riesig freuen. Wir starten direkt ins Video, damit es nicht zu lange wird. Ich bin nämlich eine kleine Quasselstrippe. Und wenn es euch interessiert, was es so geworden ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich würde mich riesig freuen und los geht's. Und zwar fangen wir mal an mit der Bluse, die ich trage. Die ist nicht ganz neu, die habe ich schon ein paar Wochen, aber viele von euch haben mich gefragt, wo ich die denn gekauft habe. Und zwar ist die von Zara. Sie ist eigentlich eine Sommerbluse, wie man halt auch hier sehen kann, ist ja logisch. Aber ich trage die auch mit einem Blazer und ich finde sie einfach total schick. Und deshalb trage ich sie jetzt auch sehr, sehr gerne im Herbst. Und ja, für mich haben die Jahreszeiten sowieso manchmal nicht so arg die Bedeutung. Das werdet ihr dann später noch sehen, da sage ich euch noch was dazu. Und ich mag die halt total gerne, weil sie halt sehr schick ist. Sie hat 29,95 € gekostet. Und sie ist hier so zweilagig, wie man sehen kann. Ich habe allerdings unten drunter nochmal einen Top, weil sie doch sehr transparent sonst ist. Ihr könnt es ja hier schon sehen. Diese Details hier gefallen mir halt super gut. Und das wäre jetzt das erste Teilchen. Jetzt machen wir mal weiter mit den Sachen, die ich mir hier im Ort gekauft habe. Und zwar sind sie von Vero Moda. Das hier ist das erste Teilchen, das ich euch zeigen wollte. Und zwar ist es ein Jäckchen. So in der Art hatte ich es schon von Zara mal gesehen oder bei Zara gesehen. Allerdings war das um einiges teurer, nämlich 69,90 € hätte das gekostet. Es war ein bisschen länger, aber von der Machart war es genauso. Und das hier hat jetzt gekostet 39,95 €. Und ich finde, das peppt halt ein Outfit total auf. Ne? Also entweder eine schicke Bluse unten drunter oder was Sportliches und einfach nur Nikes ja, angezogen und man ist irgendwie cool unterwegs. Also auf dieses Jäckchen hier freue ich mich schon riesig. Und dann habe ich mir noch eine Jacke mitgenommen in dem Geschäft. Allerdings bin ich erstmal dran vorbeigerannt. Sie war im Sale, ich habe das gar nicht so richtig registriert. Die Verkäuferin hat sie mir dann gezeigt und meinte so, Heidi, das ist doch was für dich, weil sie ist halt sehr tailliert geschnitten und ich stehe ja auf sowas, ne, Sachen, die etwas enger geschnitten sind. Mir haben allerdings diese Einsätze hier nicht ganz so gut gefallen. Ich habe sie mir dann trotzdem anprobiert und dadurch, dass sie so nachgeben, also die sind quasi elastisch, betonen sie die Figur halt noch mal mehr und wie gesagt, sie war reduziert von 99,95 € auf 45 €. Und dann habe ich die Verkäuferin so ein bisschen angelächelt und dann meinte sie, okay, komm Heidi, 40 € ist auch in Ordnung. Es war das letzte Teil und ich bin total glücklich, dass ich sie habe. Ich habe die schon so oft jetzt getragen, also ich glaube, das wird eines meiner Lieblinge überhaupt, also die kann ich dann auch noch im Frühling dann anziehen, ne? Also ich liebe die jetzt schon total und in dem Geschäft habe ich mir dann noch dieses Teilchen hier mitgenommen, an dem bin ich auch vorbeigerannt, weil ich mir erst gedacht habe, was willst du denn damit? Und die Verkäuferin hat gesagt, komm Heidi, das probierst du dir jetzt mal an und ich wollte es danach nicht mehr ausziehen. Ich sag's euch, das ist so ultra gemütlich, ganz, ganz kuschelig, weich, es ist länger geschnitten. Da muss ich ja so ein bisschen aufpassen, weil ich ja so klein bin, aber mittlerweile ist es ja so, auf ganz vielen Blogs habe ich das schon gesehen, einfach eine enge Hose an, eine Skinny Jeans und dann ganz lange Sachen und eine Lederjacke zum Beispiel, das schaut dann hinten so raus und immer habe ich gedacht, das passt nicht so gut zu dir, weil du halt so klein bist, aber mittlerweile gefällt mir der Look ganz gut und ja, deswegen traue ich mich jetzt auch mal so lange Sachen zu kaufen. Ihr habt es ja gesehen, die Jacke hier ist ja sehr kurz geschnitten, aber wie gesagt, ich traue mich, da passt sehr schöne Bluse drunter oder zum Beispiel ein Poloshirt, also ich habe die in sämtlichen Variationen schon angehabt, ich liebe die total, die hat 39,95 € gekostet und scheinbar kennt die Verkäuferin mich ganz gut. Als nächstes habe ich mir eine Jeanshose mitgenommen bei New Yorker. Meine alten Jeanshosen, die sehen irgendwie aus wie, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall brauchte ich dringend eine neue Jeanshose. Da habe ich mir diese hier mitgenommen. Ihr wisst ja, dass ich meine Jeanshosen sehr kurz trage. Also das heißt, ich hasse es, wenn sie bis über den Bauchnabel gehen. Sie müssen sehr niedrig geschnitten sein. So rum ist es richtig. Und ja, diese hier hat mir sehr gut gefallen. Die passt auch ganz gut. Und sie hat diese Details hier, was mir auch sehr gut gefallen hat. Sie ist nicht so übertrieben, aber auch nicht zu langweilig. Die gab es auch noch in einer anderen Waschung. Mir hat diese hier am besten gefallen. Und die hat gekostet 29,95 €. Und deshalb durfte sie mit. Dann hat mich diese Hose hier angelacht. Und eigentlich bin ich ja überhaupt kein Fan von Grün. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, Mensch,
du hast sie jetzt schon so oft auf Blogs gesehen und so, irgendwie sieht es doch ganz interessant aus. Und dann hat die mich angelacht, also ich war nicht auf der Suche, eigentlich war ich auf der Suche nach einer bordeauxfarbenen Hose, die mir aber nicht gepasst hat, leider, die waren mir alle irgendwie riesig, also die waren mir alle viel zu groß, das hat irgendwie von der Größe gar nicht gepasst, obwohl ich eine 34 anhatte, also da hat irgendwas nicht gestimmt, aber ist egal, ich suche weiter. Diese hier hat mir dann aber doch ganz gut gefallen. Ich habe es mir anprobiert. Ich habe euch auch schon ein Bild auf Instagram gepostet. Und die ist so ultra bequem, obwohl sie sehr eng geschnitten ist. Auch sehr niedrig. Also da zwickt nichts. Und irgendwie ist sie super gemütlich. Ich trage die total gerne. Und ich meine, die hätte auch 29,95 gekostet. Ich blende es euch ein. Wie gesagt, ich hatte sie schon an. Und hier hat sie halt auch so schöne Details mit diesen Taschen. Ich habe einfach meine Nike angezogen und ja, sehr sportlich. Gefällt mir halt sehr, sehr gut. Bin ich ganz glücklich, dass ich sie mitgenommen habe, obwohl ich, wie gesagt, nicht auf grün stehe. Dann hat mich ein Schal angelacht und oh, ich finde den so toll. Ich finde den so schön. Diese Pastelltöne hier und ganz edel gemacht. Also ja, seht selbst, also mir gefällt er total gut. Er hat gekostet, der Schal hat gekostet 12,95 €. Und jetzt zeige ich euch was, da müsst ihr bestimmt lachen. Denkt euch, was hat sie denn da für eine Decke gekauft? Ja, also es ist tatsächlich so, wenn ich im Schlafzimmer mal keine Decke habe, denke ich, wird dieser Schal sein Bestes tun. Ich gehe jetzt mal auf Zehenspitzen. Und der ist echt riesig. Also erstens mal super lang. Und ja, ganz viel Stoff, ganz, ganz kuschelig. Ich blende euch auch hier den Preis ein, den weiß ich nicht mehr. Aber ich liebe den. Oh, der ist so kuschelig. Oh, ist der kuschelig. Der ist ganz weich und ich friere ja sowieso immer, ne? Also gut, meine Haare müssen jetzt noch raus, aber der ist so ultra bequem und der ist so schön. Oh, ich liebe den total. Und ja, der durfte also auch noch mit. So, dann war ich noch bei Deichmann. Ich habe mir ein paar Schuhe mitgenommen und zwar diese schönen Schätzchen hier in Bordeaux. Die sehen jetzt riesig aus in der Kamera. Ich habe die Größe 38. Ich bin definitiv im Herbst angekommen. Ich brauche da echt eine ganze Weile, weil ich mich vom Sommer so schwer trennen kann. Das ist so schlimm für mich. Aber der Herbst ist natürlich auch eine wunderschöne Jahreszeit. Und diese Farbe darf nicht im Schuhschrank einer Frau fehlen. Die sind sehr, sehr bequem. Ihr habt nämlich hier diesen Gummizug. Das heißt, ihr könnt einfach reinschlupfen. Ihr habt hier keinen Reißverschluss und nichts. Und deswegen liebe ich sie jetzt schon und ich bin total begeistert. Also wenn ihr noch auf der Suche seid, dann schaut mal bei Deichmann vorbei. Wir machen mal weiter hier mit dieser wunderschönen Kette. Am besten, ich blende euch die mal in Nahaufnahme ein, damit ihr es besser erkennen könnt. Die ist super gut verarbeitet, sehr, sehr hochwertig. Die Farben, die leuchten. Ich habe dafür schon so viele Komplimente bekommen. Und jeder, der mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich sie wirklich den ganzen Sommer über anhatte, sozusagen. Ich hatte sie auch auf dem Schwarzkopf-Event an und ich finde sie super edel. Wenn ihr jetzt sagt, Mensch, es ist eigentlich doch eher was für den Sommer, sehe ich ein bisschen anders, denn ich hatte schon einen schwarzen Rollkragenpulli an und diese wunderschöne Kette, das sieht so edel aus. Und jetzt kommen ja bald die Feiertage, also da werde ich sie mit Sicherheit noch öfters tragen. Dann habe ich mir diese Kette hier noch ausgesucht und zwar ist sie eher so in einem Boho-Style. Habt ihr mich auch danach gefragt, wo die denn her ist. Hat euch auch sehr gut gefallen, ich habe die auch ständig angehabt. Und wenn ich ein Favoritenvideo abgedreht hätte, wären diese zwei Ketten auf jeden Fall drin vorgekommen. Ich durfte mir die aussuchen bei Happiness Boutique und ich habe erst so gedacht, das ist so eine Blogger-Sache. Viele dürfen sich da was aussuchen, aber ich bin tatsächlich total überzeugt, da ist nichts dran. Also da geht nichts kaputt, keine Steinchen sind abgegangen, gar nichts, total angenehm zu tragen. Die passen total auf ihre Sachen, wenn sie sie verschicken. Das kam hier sehr gut verpackt. Und ich bin echt total begeistert und ganz glücklich, dass ich sie bekommen habe. Ich wollte sie euch jetzt in diesem Video auf jeden Fall zeigen, weil ich sie auch wirklich ständig anhabe. Wir machen mal mit Beauty weiter, deswegen habe ich mich hingesetzt, damit ich euch die Sachen besser zeigen kann. Ich war bei Urban Decay, wir haben nämlich jetzt einen Counter, yeah, bei Müller. Ich wurde angerufen von einer ganz, ganz lieben Mitarbeiterin, ob ich nicht Lust habe, mir den neuen Herbstlook schminken zu lassen mit der Naked 3 Palette, von der ich immer gedacht habe, dass sie nichts für mich ist, weil sie sehr viele rosa Lidschatten enthalten hat. Und ich gedacht habe, dass ich dann eher kränklich aussehe. Die liebe Margarita hat mir das Gegenteil bewiesen. Also sie hat wirklich einen schönen Look gezaubert, der mir sehr gut gefallen hat.
Und sie hat mir noch ein Puder drauf gemacht, und zwar ein Weichzeichner-Puder. Weichzeichner und ich, ne, so. Also richtig genial, und das musste ich dann auch haben. Ich habe es mir gekauft und ich muss es euch unbedingt zeigen und ans Herz legen. Falls ihr noch auf der Suche nach so einem Schätzchen seid, also es ist ein loses Puder. Ich mache mir hier ein wenig rein in meinen Deckel, gehe mit dem großen Puderpinsel rein und verteile mir das auf dem Gesicht, und ich kann euch sagen, es ist ein absoluter Traum. Und ich habe es überhaupt nicht bereut, dass ich es mitgenommen habe. Liebe Margarita, vielen, vielen Dank für diesen tollen Tipp. Also ich kann euch das echt nur ans Herz legen. Ich sage euch, was ich bezahlt habe. Und zwar kostet es regulär 34 Euro. Allerdings hatte ich diese Rabattcoupons, die man hinten auf diesem Kassenzettel immer hat. Und zwar diese hier. Und deswegen habe ich dann 30,27 Euro bezahlt. Ihr könnt übrigens ganz neu bei Müller jetzt auch diese 10% Rabattcoupons von DM und so weiter einlösen. Ich habe das gesehen an der Kasse, wollte es euch unbedingt sagen. Mir werden die leider nie zugeschickt. Aber falls ihr bei Müller seid und diese Rabattcoupons habt, löst ihr auf jeden Fall ein. Also da könnt ihr einiges sparen. Und das hier wollte ich euch, wie gesagt, unbedingt ans Herz legen, weil ich total begeistert bin. Ich habe es jetzt schon über 2 Wochen, verwende es jeden Tag, und oh mein Gott, ich liebe es. Wir machen mal weiter mit diesem Pinselset hier. Das habe ich schon eine ganze Weile bei mir zu Hause. Ich wollte es ausgiebig für euch testen, damit ich euch eine anständige Review darüber abliefern kann. In meinem Oktoberfest-Video habt ihr sie vielleicht schon entdeckt. Da habe ich sie auch verwendet. Aber ich verwende sie tatsächlich tagtäglich. Wie gesagt, damit ich euch wirklich mein Urteil darüber abliefern kann. Ihr habt darin 12 Pinsel enthalten. Alles, was ihr braucht, also wirklich die wichtigsten Pinsel, sind darin enthalten. Ihr habt hier diese wunderschöne Aufbewahrungstasche aus Leinen. Damit seid ihr unterwegs quasi allzeit bereit. Ihr habt nicht zu viel im Koffer und könnt sie überall mit hinnehmen. Die Griffe hier, die sind aus Bambus, und dann habt ihr diese Zwingen aus ganz leichtem Aluminium, was natürlich sehr angenehm ist, weil sie sehr leicht sind. Ich blende euch die jetzt am besten mal in Nahaufnahme ein, damit ihr sie besser sehen könnt. Allerdings sind sie schmutzig, weil sie sind, wie gesagt, die ganze Zeit schon in Gebrauch. Heute habe ich sie auch verwendet. Und zwar ist es auch so, dass sie aus hochwertigem synthetischen Teclon-Haar angefertigt wurden. Das heißt, sie sind auch wirklich für Allergiker geeignet. Und die haben im Moment ein Angebot. Die sind von 59,99 Euro reduziert auf 49,99 Euro. Also ich kann euch die wirklich ans Herz legen. Mir gefallen sie total gut. Sie sind, wie gesagt, täglich im Gebrauch, und da könnt ihr nichts falsch machen. Dann machen wir mal mit diesen Lippenstiften von Luvia weiter. 6 Stück an der Zahl. Die liebe Mayra hat euch die alle ganz, ganz ordentlich geswatcht. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ich hatte diesen einen hier schon in meinem Dirndl-Video getragen. Es ist unglaublich. Diese Farbe hier, die ist wie für mein Dirndl gemacht. Es ist genau dieselbe Farbe wie mein Dirndl. Unglaublich. Die sind sehr, sehr cremig, sehr pflegend. Also ich bin total begeistert. Am besten, ich blende euch die jetzt nochmal in Nahaufnahme ein, damit ihr diese Schönheit überhaupt sehen könnt. Das sind die Trendfarben. Sie sind mit Vitamin E und mit Vitamin C, einen Sonnenschutzfaktor von 15. Sie sind vegan und keine Parabene darin enthalten. Und diese Stiftform, die ist halt wirklich ideal zum Auftragen. Und was ich noch dazu sagen wollte, was sehr wichtig für mich ist, diese Firma macht keine Tierversuche und sie gibt den Auftrag auch nicht an Dritte weiter, was wir natürlich unterstützen müssen. Und deswegen finde ich die so genial. Also schaut sie euch an. Ich bin total begeistert, allein dieses Design hier, oder total edel. Also richtig, richtig schön gemacht. Schaut vorbei, falls es euch interessiert. Ich kann die euch wirklich nur ans Herz legen. Wir machen direkt mal weiter mit Lippenstiften. Und zwar möchte ich euch von einer Aktion berichten, die mir sehr am Herzen liegt. Sie ist von L'Oreal. Und zwar geht es darum, wenn ihr einen Lippenstift kauft, aus dieser Colorish-Reihe 1 Euro gespendet wird an die DKMS. Und das ist noch nicht genug, denn wenn ihr ein Bild postet auf Instagram mit einem Kussmund zum Beispiel und da den Hashtag verwendet Color Your Life for Charity und wir 1000 Hashtags zusammenbekommen, dann spendet L'Oreal nochmal 10.000 Euro, was echt eine Stange Geld ist. Und das ist mir so, so wichtig. Das liegt mir so am Herzen, den Mädchen und Frauen da einfach sich wohlfühlen wieder zu lassen, ihr Selbstwertgefühl wieder aufblühen zu lassen. Das ist meiner Meinung nach ganz, ganz wichtig, dass der Heilungsprozess einfach beschleunigt wird. Und das möchte ich auf jeden Fall unterstützen. Das durfte heute in diesem Video nicht fehlen. Also macht da fleißig mit.
Lasst da eurer Kreativität freien Lauf. Macht schöne Bilder auf Instagram. Ihr könnt mich sehr, sehr gerne verlinken. Da freue ich mich. Da schaue ich dann auch mal vorbei, ist ja klar. Und like eure Bilder. Also, wollte ich euch heute auf jeden Fall in diesem Video sagen. So, und jetzt kommen wir mal zur Verlosung, die ich nicht angekündigt habe. Und das hat auch einen bestimmten Grund, denn es soll an meine treue Abonnenten gehen. Ich hatte nämlich in meinem letzten Verlosungsvideo zwei Kommentare. Die wollten dann ganz gerne das GHD-Glätteisen gewinnen, das ich gar nicht zur Verlosung hatte. Das war aber im Thumbnail oben. Und da habe ich dann auch zurückgeschrieben, dass sie sich scheinbar das Video nicht angeschaut haben. Also bitte seid da so fair. Es soll wirklich an meine treuen Abonnenten gehen. Ich freue mich immer, wenn ich was zu verlosen habe. Es kommt einfach von Herzen. Ich verschenke wahnsinnig gerne. Und jetzt zeige ich euch mal, was ihr heute in meinem Video gewinnen könnt. Und zwar diesen Hairstyler von Delani. Den habe ich euch auch schon mal vorgestellt. Das Video dazu kann ich euch gerne mal unten in die Infobox setzen. Also falls ihr mitmachen wollt, schaut einfach mal unten in die Infobox. Ich schreibe euch da alle Teilnahmebedingungen nochmal rein. Ich führe sie jetzt nicht extra nochmal auf, sonst wird das Video tatsächlich zu lang. Ich bin echt eine Labertasche. Also, ich freue mich, dass ich was zu verlosen habe. Das habe ich zur Verfügung gestellt bekommen. Und ja, das war es jetzt soweit vor meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht war eine kleine Inspiration dabei. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben, und hoffentlich bis zum nächsten Video. Ciao!